Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines 2. Und ja, wir sind hier mitten in unserem kleinen Viertel, was wir jetzt uns erstellt haben, über den See, führt diese Kollektorstraße mit der kleinen Brücke. Jetzt sind wir in dem anderen Viertel. Und da oben haben wir die Grundschule. Und da fällt mir gerade ein, ich muss die nächste Schulform auch noch gleich mal machen. Weil sonst werden wir ziemlich schnell ein Problem bekommen. Hier oben ist die Feuerwache, ne? Die hatte ja zum Schluss der letzten Folge einen Einsatz. Und da vorne La Policia, ne? Können wir immer noch upgraden. Und sollte das hier mal eine Autobahn werden, dann werden wir die verlegen. Ich denke mal, das dürfte kein Problem sein. Und hier ist das Industriezentrum. Ne, wir fliegen kurz über unseren... ja, Friedhof hinüber. Hier ist die Hühnerfarm. Da werden wir jetzt auch gleich noch ein bisschen mehr Landwirtschaft machen. Und hier qualmen die Rohre. Aber auch hier habe ich so kleine, ja, kleine Wege gemacht, ne? So zwischen den Fabriken. Das war mir wichtig, dass wir das nicht alles so zukleistern, weil so ein bisschen Auflockerung und dann... hier müsste ich auch noch Wege machen. Und immer wieder begrünen, ne? Sehr viel Grün machen. Wir werden es sonst später bereuen. Ich sag's euch. Okay. Schulsystem. Ich mache wieder das UI an und dann gucken wir doch mal. Herzlich willkommen nochmal an alle Zuschauer hier zu einer neuen Folge. Und wir haben, wie auf Zuruf, wupp, neues Gebäude verfügbar. Vertigo Square. Den hier lebenden Bürgern ist vor lauter Aufregung ganz schwindelig. Cool. Ja, so Special-Gebäude, die müssen wir uns dann auch nochmal gönnen. Aber jetzt noch nicht. Wir müssen den perfekten Platz dafür finden. Für die Rockstar-Menschen habe ich ja schon mal was uns ausgeguckt, ne? Da oben irgendwo. Da ist die Rockstar-Menschen, da sehe ich sie. Okay, wir hatten ja gesagt, unzuverlässige Gesundheitsabdeckung. Wir wollten erstmal eine Klinik bauen. Also hier sehe ich das College. Hier sehe ich tatsächlich die Sekundarschule. Wir können die ja auch so ein bisschen zurückversetzt bauen, ne? Hier und dann hier so rein, würde ich sagen. So vielleicht. Brauche ich einfach nur eine Straße, die ungefähr hier so reinführt. Aber natürlich nicht so eine große, sondern eine ganz normale kleine. Ah ne, das ist ein Weg. So würde ich sagen, ne? Bis zu diesem Bebauten, ja? Und dann machen wir hier wieder so eine T-Kreuzung. Ich sollte mal den normalen nehmen. 180, 90 Grad. Perfekt. So. Und dann bauen wir hier einfach jetzt das College hin. In die Werkgasse, ne? Das passt doch. Zack. Drin ist er. Jetzt schauen wir uns mal das Elend an. Aber ist egal. Da müssen wir durch.
Müssen wir aufpassen, dass die Kinder hier nicht runterfallen, ne? Wie sieht denn das eigentlich aus mit dem Erweiterungsgebäude, wenn wir jetzt... Ach du Scheiße, da brauchen wir ja auch den Sportplatz, ne? Wir brauchen mehr Platz. Wir brauchen definitiv mehr Platz. Oh, er lädt gerade nach. Das kriegen wir da unten nicht hin. College, College, College. Bauen wir dann hier hin. Da müssen wir. Dann kommt da die, dann kommt da die, der Arzt hin. Wie machen wir das? Ich würde sagen, wir ebnen das hier mal ein bisschen ein. Ui, großes Dorf. Oh mein Gott, habe ich mich eben erschrocken. Großes Dorf, gratuliere. Die Stadt wächst und gedeiht. 1 Million kriegen wir. 4 Forschungspunkte, 6 Kacheln. So, und hier machen wir eine Ebene. Muss ich machen. Mit Sportplatz. An der Collect... Das ist gut. Das machen wir. Also wir machen das jetzt hier einfach platt. Weil wir den Platz brauchen. So. Die Straße geht da weiter. Wir können ja mal ganz kurz gucken, welche Kacheln wir uns holen. Also ich würde sagen, die hier auf jeden Fall. Und die? Und dann wollten wir... Können wir eigentlich hier weiter expandieren, ne? Die 3 nehmen wir uns auch mit. Und den. Hier haben wir 8 von 11. Den Rest sparen wir uns jetzt mal auf. Für schlechte Zeiten. Man weiß ja nie, was kommt, ne? Und wir können natürlich, Meilensteine, wir können natürlich hier nochmal gucken. Oh, das ist gut. Wir haben jetzt die Möglichkeit Wasser. Da können wir dann Hafen bauen. Parks ist auch wichtig. Kommunikation ist noch nicht. Zug und Straßenbahn. Grundlegende Transporte sind freigeschaltet, ne? Also Bus haben wir. Zug kommen wir dann auch noch. College, Uni. Uni wäre dann auch nicht mehr lange hin. Parkplätze, die auf jeden Fall. Schnellstraßen. Ja, Parkplätze brauchen wir auf jeden Fall. Wir haben noch 2 verfügbare Punkte. Schnellstraße oder große Parks. Oder wir machen Krematorium und Zug. So. Alles klar? Okay, und was ist das für eine Kante hier? Moment, da habe ich mich ein bisschen verbaut. Machen wir nochmal platt. Alles andere kriegen wir schon hin. Wir müssen jetzt irgendwie jetzt die Schule da hinbekommen. Hier oben. Und dahinter den Sportplatz.
flatsch das jetzt mal so hin. Halt. So. Jetzt halte ich mal an. Okay, also wir haben folgendes Problem. Wir müssen da jetzt irgendwie Zugriff bekommen. Wir haben hier die Kollektor. Die führt einfach ins nächste Wohngebiet. Ne? Dann machen wir mal so. Das ist kein Ding. Hier kann es auch eine Abzweigung geben. Überhaupt kein Problem. Da werden auch die Öffis dann langfahren, ne? Da gehen wir mal mit dem normalen Straße bis hier. Und dann gehen wir hier hoch. Okay, die Straße, da müssen wir noch mal gucken, wie wir das am besten machen. Ist nämlich schon ganz schön steil, ne, was ich da gebaut habe, aber ist jetzt nicht so schlimm. So, wir machen jetzt hier Folgendes. That was truly superfluous. Masterful counterpart. You're listening to Second Loop Radio, the station of levitated tastes. Schon eine ganz schöne Erhöhung, Industry, ne? In the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. A housing shortage is driving up prices in the area. That's right, Glenda. But apparently, that's not all good news. We're joined today by an expert guest, Professor Nutbutter. Welcome, Professor. Oh, das sieht scheiße aus. So a housing shortage is bad for the people trying to move here, right? Das sieht nicht gut aus. A program to desire certain representations within ideological reward structures, which are entirely apart from the actual rewards enjoyed. For example, consider capital. One final question, Professor. Is the housing shortage? Aber die wäre schon nicht ganz unwichtig, ne? Hier werden wir auf gar keinen Fall hochkommen. I like the sound of that. But what we are discussing is the study of statistical Straße and its effect wegmachen und diese hier dann weiter hier drumherum machen, ne? Dann machen wir hier oben das hier oben machen wir das Stadion. Das war das Wort, was mir gefehlt hat. Okay, gucken mal. Das scheint auch nicht einfach zu sein, tatsächlich. Okay, so hat er eingesnappt. Okay, dann brauchen wir nur noch das Ding drehen. So, den fehlt Strom und Wasser? Kann aber nicht sein, ne? Müsste eigentlich jetzt auch alles haben. Strom und Wasser sieht gut aus. Wie sieht denn eigentlich bei mir der Stromverfügbarkeit aus? Sieht noch sehr gut aus. Wasser glaube ich auch. Jawohl. Von daher können wir hier entspannt erstmal weitermachen. Und dann gucke ich mal, wie es jetzt mit der Erweiterung aussieht. Mit dem Sportplatz. Den können wir locker dahinter flanschen. Ja, so machen wir das auch. Hier auf der Erhebung, ne? So. Das ist nicht schlecht.
können wir hier nämlich einen riesen Parkplatz auch hinmachen für die Leute, die dann auch zum Stadion wollen. Zum College Football. Und die Straße machen wir diese hier. Die wird dann hier so rumführen und hier machen wir auch nochmal einen Parkplatzbereich. Die Straße ist Waste, ne? Die ist, dachte ich erst, die ist so eine Durchgangsstraße, aber Pustekuchen, ist egal. Wir bauen mit dem, was wir haben. So, dann würde ich sagen... machen wir den. Okay, er nimmt den einen, das eine Haus hier weg, aber ist egal. Überlappende Objekte. Na gut, weil er den wegnimmt, ne? Ist nicht schlimm. Wir gehen hier die Serpentinen so ein bisschen hoch. Und hier am Hang können natürlich dann auch Leute wohnen. Das ist ja auch kein Problem. Hier oben, das können wir eigentlich einebnen. Den Berg. Sagen eine Art Plateau machen. Da geht's eh schon so hoch, ne? Dann machen wir hier, wenn dann richtig. Aber dann können wir es auch hier oben vernünftig bebauen. Die Kachel fehlt uns noch. Da können wir dann weiterbauen. Ja, doch, das können wir so lassen. Da wollen wir dann noch weiter arbeiten und dann hier diesen Bereich hier oben bauen. Hier würde ich sagen, bauen wir einen Parkplatz hin. Da machen wir einfach hier eine ganz normale Straße bis hier. So. Und dann kommt da ein Parkplatz. Ein großer Parkplatz. Der kommt hier vorne hin. So. Dann haben wir nämlich gleich Parkmöglichkeiten hier. Und ein etwas kleinerer kommt nach vorne vor der Schule. Hier passt... Ah, ich wollte schon sagen, der passt da perfekt rein. Nee, passt da nicht. Aber hier. So. Und dann werden wir hier noch ein bisschen was machen. Hier für Lehrer und so. Und für Eltern, die dann dazu kommen. So, hier haben wir ja, hier machen wir noch Parken. Bauen auch Parkmöglichkeiten, sollten wir schon zu bereitstellen. Na, aber wir brauchen jetzt mal einen Arzt, ne? Wir haben, es wurde uns bescheinigt, wir haben unzureichende Arztabdeckung. Und die haben recht, weil hier vorne wird es nämlich schon langsam gelb. Und hier hatten wir unsere erste Idee mit der Schule. Da machen wir hier einfach jetzt den Arzt hin. Ja, wunderbar. Die können wir noch erweitern. Das lassen wir auch erstmal frei. Das bebauen wir nicht. Miet ist wieder vorhanden. Wir haben sogar jetzt Büronachfrage, weil wir schlaue Leute in der Stadt haben. Gucken wir mal, wo ich da am besten jetzt Büros hinklatsche.
Hier so vielleicht. Die können ruhig an der Straße sein, das ist nicht so das Problem. Oder hier unten. Na, wobei, das, der Hang ist mir zu groß. Hier vielleicht. So. Jetzt gucken wir nochmal wegen Wohnbedarf. Hier machen wir schon mal die ersten größeren Blöcke. Autobahn machen wir einfach einen Laden. So. Nachfrage ist immer noch richtig fett. An der Kollektor wollte ich es nicht bauen. Ich sag immer noch Kollektor, ey. An der Konnektor. Billige Mietwohnung. Die hat bislang, hatte ich noch nie einen Bezug. Also einen Erstbezug oder sowas. Irgendwie mögen die Leute das nicht. Ich bin ja hier ein bisschen weiter weg von der Hauptstraße. Das lassen wir aber mal bewaldet, da wollen wir jetzt nicht zu viel bauen. Ne? Das sollte ja eigentlich der Übergang sein von der einen Zone zur anderen. Da wollen wir jetzt nicht, müssen wir halt hier weiter bauen. Das ist jetzt die Frage des Jahrhunderts. Einfamilienhäuser brauchen wir natürlich. Oh ja, die werden gefragt. Der wird sofort gebaut. Okay, der Bedarf wird gedeckt. Das ist gut. Hier wird auch jetzt gebaut. Das ist auch gut. 6x6. Hier ist ja der Arzt, das lassen wir frei. Ah, hier können wir definitiv. Oh, wir brauchen noch Gewerbe, ne? Die Leute wollen ja auch einkaufen und Geld ausgeben. Das dürfen wir nicht vernachlässigen. Dann machen wir mal hier eins rein.
Ah, die sollen nicht zu weit laufen, ne? Tatsächlich. That was truly superfluous. Masterful counterpart. You're listening to Second Moon Radio, the station of levitated tastes. Don't touch that dial. We've recently been having what some are calling the worst kind of luck there is. That's right. Today we are talking about the increased likelihood that hier müssten wir irgendwie einen Parkplatz noch hinbauen oder so, ne? Damit die Leute da auch parken können oder mal was. Vergesse ich sonst wieder. Are you trying to make people panic? Pam, did you say panic? She said panic. The death rate is skyrocketing. We've got to get out of here. You go, I'll stay and clear up the mess. We'll be back after this. And on to our main feature story. The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java mate, or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. Der Parkplatz hat keinen Strom. Wisst ihr warum? Weil das nämlich hier, glaube ich, keine Straße ist, die Strom hat. Wir gehen hier mal hinter. Überlappendes Objekt, was? Ah, shit. Also jetzt, glaube ich. So, und hier hinter können wir nämlich auch nochmal einen Parkplatz bauen. Einen größeren. Passt der hier rein? Schade. Aber der passt auf jeden Fall, ja. Und ein kleiner noch daneben. Das wollte ich ja nicht vermeiden, ne? Egal. Lässt sich nicht vermeiden. So. Okay, jetzt hat die auch Saft. Genau, und wird auch schon benutzt, tatsächlich. Aber die Leute, wenn die hier einkaufen wollen, dann müssen die auch irgendwo parken. Ne? Das hatte ich nicht bedacht. Das hatte ich tatsächlich nicht bedacht. Hier wird schon fleißig geparkt. Da müssen wir auch mal gucken, ob wir dann Parkgebühren noch erhöhen. Oder erheben. Hier sollten wir vielleicht auch nochmal Bäume hinbauen. Einfach nur, damit die Leute hier ein bisschen ihre Ruhe haben. So, wie sieht's aus? Mangel an Unterhaltung. Okay. Kriegen wir das denn hin? Ach du Scheiße. Mangel an Unterhaltung. Ein kleiner Park. Ist das Unterhaltung? Unterhaltung für die ganze Familie. Wir machen hier mal einen Park hin. Und hier müssen wir mal irgendwie ein paar Häuser wegballern. Kleiner Platz. Und da ruppel ich natürlich gleich ein paar Häuser weg, ne? Warte mal, ist das unbebaut? Nee, hier ist eine Firma drin, ne? Und hier sind tatsächlich die ersten mit mittlerer Dichte, ne? So wie ich es gesagt habe. Die wollte ich ja an der Schnellstraße haben. Ach komm her, wir bauen da einen hin. Damit die Leute ein bisschen Unterhaltung haben, oder wie das heißt.
Okay, Packs erhöhen auf jeden Fall das kleiner Spielplatz. Hundepark. Der allseits beliebte Hundepark. Zack. Das ist auch schon wohnlicher. Und genau, und hier die Zone, die machen wir auch mehr wohnlicher, indem wir hier einen kleinen Spielplatz. Kleiner Park. Kleiner Platz. Kleiner Spielplatz für die Kinder. So. Hier fehlt es auch noch, ne? Ihr könnt auch nochmal einen Spielplatz hin. Und da auch. Der ist eingelassen in dem. In dem Berg. Da passt da doch wunderbar hin. Okay, was fehlt uns noch in der oberen Stadt wahrscheinlich? Naja, da geht's. Da müssen wir nochmal. Eine Feuerstelle, okay, die ist natürlich riesig, ne? Ein kleiner Park vielleicht. Irgendwo so mittig, damit alle was von haben. Und dann auf der Seite auch nochmal. Einen kleinen Platz. Und einen Spielplatz nochmal für die ganz Kleinen hier. Habe ich extra eine Lücke gelassen. Na, das sieht doch schon ganz gut aus, denke ich mal. Okay, hier im Industriegebiet sollten wir vielleicht auch nochmal... vielleicht machen wir da eine Feuerstelle rein. Wobei, die ist teuer, ne? Kostet 6.000 im Unterhalt. Und kostet 30.000. Müssen auch auf unsere Kosten achten, ne? Das mache ich immer wieder, den Fehler. Plus 2 Erholung im Außenbereich. Sollten wir schon machen, damit sich die Arbeiter auch mal erholen können. Und hier ihre Mittagspause verbringen können. Ne? Da werden wir hier noch ein bisschen das noch begrünen und so weiter und das schöner machen. Und die sind glücklich, tatsächlich. Das war quasi die Unterhaltung, die gefehlt hat für sie, ne? So, unser College wird auch schon angenommen. Wir haben 89 Schüler von 800. So soll es sein. So, wir wollten jetzt die beiden noch verbinden, damit das hier überhaupt zustande kommt, ne? Unser Parkplatz. Die Leute da auch hin können. So, zack, Strom ist da. Und dann können wir uns weiter nach oben arbeiten. Das werden wir ein bisschen einebnen. Und wir haben ja hier so eine Art Plateau gebaut, ne? Das werden wir ja noch weiter fortführen, sodass wir hier oben tatsächlich dann neues Gebiet haben über diese Connector. Hier vorne, das wird so ein, ja, nächste Zone im Hochgebiet. Hier lasse ich mal frei, da können wir dann irgendwas hinbauen. Mal schauen, wir können das erstmal begrünen. Dann machen wir Edelkastanien auch wieder hin. Können wir ein bisschen größer machen, den Pinsel. Was haben wir denn da noch schon für... Das sind Fichten. Okay, Kastanien und Fichten.
ballern wir auch ein paar Fichten da rein. Fichten, 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 Pappel, Fichten. Die guten Fichten. So. Das wächst ja, ne? Also die sind ja noch ganz klein. Nicht so groß wie hier. Die wachsen noch. Das ist auch eine Neuerung zu City Skylines 1. Dass dann auch so ein bisschen Wachstum ist. Hier hätte ich natürlich... Das sind auch alles Fichten, ne? Ich natürlich auch nochmal einen kleinen Platz hinmachen. Also da mache ich auf jeden Fall einen kleinen Park hin. Das war es jetzt aber auch mit Parks, ne? Weil Kosten und so. Ballern wir ja alles ein bisschen zu mit Fichten. Und hier sind ja diese beiden, ja, Scheunen. Die lassen wir natürlich. Vielleicht machen wir hier noch so einen kleinen Weg, der ja so durchführt. So. Das sieht doch ganz gut aus. Und zuverlässige Gesundheitsabdeckung. Aber nicht viel, ne? Ich denke mal, hier fehlt es ein bisschen. Ah ja, wir wollten ja hier weitermachen. Wir haben Getreide. Ich würde sagen, wir machen zwei. Einmal so und einmal so. Und dann werden wir die ein bisschen auseinandersplitten. Wie viel hatte ich nämlich letztes Mal, also in meinen ersten, sag ich mal, Gehversuchen gemacht. Das sollten wir einfach mal hier so mit einer Straße verbinden. Es lockert das so ein bisschen auf, ne? Was ist hier los? Keine Straßenanbindung, okay. Sieht aber auch sehr komisch aus eben. Warte mal, dann reißen wir das ab. Ja. Komisch. Machen wir es nochmal. Vielleicht habe ich den auch nur falsch gesetzt. Das kann natürlich auch sein. Natürlich jetzt noch mal ein bisschen größer das Ding. Da können wir nämlich schön das ziehen. Sag mal bis hier. Und sich grad. So. Und dann können wir nämlich hier noch ein bisschen Industrie machen, die... Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. Was für Blackouts? We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. You're listening to Second Moon, the station for the cultural sophisticate who doesn't fear extending their ears to the more challenging sphere of the classical genre. Let us move now from the musical page to the literary. Here we have some perfectly anguishing correspondence from a listener. My dear Professor Hornbuckle, whereas I make Hornbuckle. No apology for my erudite, modesty demands that I prevaricate against the title. I am but a humble devotee of the form, and all my expertise derives merely from a life devoted to the gentle arts.
though I do thank you for the honor. But I digest, to continue. Professor Hornbuckle, as a traveler from my homeland, I long to hear a tune that speaks to the anguish of my road-weary soul. There now, my good fellow, chin up, as it were. Produktionsüberschuss. Leave that to those poet chaps, eh? Here's a tune just for you, and I do hope it provides machen wir hier noch einen? Spirit some modest desolation. Können wir eigentlich machen, ne? Ich hoffe, die düngen jetzt nicht so der, dass dann das Grundwasser verseucht wird. Dann habe ich ein Problem. We've recently been having what some are calling the worst kind of luck there is. That's right. Today we are talking about the increased likelihood that you'll die. That's not exactly what an increased death rate measures. Either way, if everybody is dying, that gives me the creeps. That's a wild overstatement. Are you trying to make people panic? Pam, did you say panic? She said panic. The death rate is skyrocketing. We've got to get out of here. You go. I'll stay and clear up the mess. We'll be back after this. So. Wobei, da können wir, glaube ich, bis an die Straße bauen. Das sieht besser aus. Mit dem Feldweg. Genau so. Und hier können wir ein bisschen Industrie bauen, die dann speziell für diese Landwirtschaft ist. Das sollte auch keine grundwasserverschmutzende Industrie sein, denke ich mal. Aber dadurch haben wir wieder Arbeitsplätze. Und wir können auch hier mal ein Commercial hinbauen. Ich denke mal, da werden sich die Leute freuen. Und wir müssen hier vor allem auch mal langsam für Parkmöglichkeiten sorgen. Wir bauen noch mal einen größeren Parkplatz hin. Oder gleich so ein riesen Fett. Ja, ich glaube schon, ne? Und wir expandieren auf jeden Fall weiter nach Norden. Wir werden nicht mehr hier nach Süden. Das lassen wir so. Hier haben wir unser Grundwasser. Und hier kommt ein Hafen hin. Da können die dann über die großen beiden Straßen zum Hafen führen. Das sollte so funktionieren. Müssen dann halt gucken, wie sieht denn eigentlich unser Abfachmülldeponie ist sehr gut. Den müssen wir hier noch kaufen, ne? Die Kachel. Dann können wir nämlich hier auch nochmal erweitern. Das ist dann kein Problem. Und die Straße wird dann einfach. Ups. Geht es dann Hang zu steil? Okay. Vielleicht können wir das dann so machen. Gucken mal. Genau, und dann geht es hier auf die Hochebene, ne? Und das wird dann quasi unser nächstes Gebiet. Holla die Waldfee. Hat schon
langsam Style. Wenn wir natürlich gucken, dass die von dem Friedhof auch hier rechtzeitig herkommen. Okay, wir haben aber Need. Wir haben noch Need. Das werden wir jetzt noch bedienen bis zum Ende der Folge. Und zwar, wir haben ganz viel Bedarf an diversen Zonen. Wir machen auf... Oh, hier. Das ist jetzt schon für die Geschäfte sehr lukrativ, die Zone hier. Die hier vorne auch. Weil da nämlich diese Häuser sind. Genau, das hier, das lasse ich frei. Ich werde dann auf jeden Fall hier unten noch weiter bauen. So, genau, unter der Brücke kommen dann auch noch Geschäfte. Alles andere macht da keinen Sinn. Und wir brauchen mittlere Dichte, aber sowas von, ne? Okay, wir bauen auf jeden Fall. Hier ist der Arzt, ne? Wir haben Meilenstein 5 freigeschaltet. Kleines Städtchen, gute Arbeit. Das ist ein großer Schritt vorwärts. Du bist dabei, Großes zu erreichen. 1,2 Millionen kriegen wir on top. 5 Forschungspunkte und 7 Kacheln. So, dann haben wir... Okay. Davon haben wir genug. Dann können wir nämlich jetzt schön die größeren Klopper hinbauen. Hier lassen wir frei. Das hier vorne lassen wir auch frei. Was fehlt uns noch? Immer noch mittlere Dichte, what the fuck? Wir können aber auch Reihenhäuser bauen, ne? Immer mal schöne Reihenhäuser hin. Ui, neues Gebäude verfügbar. Corundum Condos, ein moderner Klassiker, der ein Lächeln auf die Gesichter seiner Bewohner zaubert. Aber wir sind hier auch ganz gut dabei, ne? Und jetzt, wir stoppen mal ganz kurz. Ich werde mir mal ganz kurz unser Budget angucken. Und zwar, unseren Leuten geht's zu gut, ne? Wir müssen einmal jetzt das Wohnen ein bisschen unattraktiver machen. Bisschen teurer. So. Okay, wir gehen weiter. Darlehen will ich auf gar keinen Fall aufnehmen, ne? Aber wir sollten das auf jeden Fall unter Kontrolle haben. Na, die wollen alle hierher, dann sollen die auch bezahlen dafür. Obwohl es hackt. So. Müssen wir uns auch bezahlen lassen, das Schöne. Hier können wir mal so ein Wohnhaus mit Geschäftskomplex mal hinzimmern. Das finde ich immer so an so Ecken ganz cool.
Hier bauen wir so einen Tante-Emma-Laden hin. Da auch nochmal so einen kleinen Elektronikmarkt. Und hier etwas Größeres. Genau, das geht wieder zurück. Durchmischen alles. So, hier haben wir die große Straße. Würde ich sagen. Nee, das ist zu nah an der Autobahn. Hier können sie auf jeden Fall Einfamilienhäuser. Oh, das wird. Oh, da ist aber richtig Bedarf. Holla, die Waldfee. Wir haben hier oben haben wir noch eine schöne Zone. Hier vorne. Da können wir auf jeden Fall Einfamilienhäuser. Das ist schön ruhig hier. Am Hang ist es doch am schönsten. Ich weiß gar nicht, ob man das bebauen kann, tatsächlich. Warum nicht? Schöne Hanglage. Gibt's ein Hangover? So. Ups. Einmal 3x3. Ich denke mal, das alles andere macht keinen Sinn. Alles als Bauland freigegeben hier, Jungs. Okay, Bedarf ist gedeckt. Das halten wir uns dann frei, wenn es dann weitergeht. Hier ist auf jeden Fall kein schönes Baugebiet. Das ist rot. Rot ist nicht gut. Müssen wir was machen? Warum ist es rot? Das ist die Frage. Ist doch eigentlich schöne Gegend hier. Hm. Eichen muss man weichen. Warte mal, das können wir nochmal begradigen. Bisschen groß, ne? Nicht, dass ich wieder das Wasser hier raushole. Gar keinen Bock drauf. So. Das ist ein U-Turn Dead End. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. This is Second Moon with J. Thomas Hornbuckle. Before we dive into our next selection, I'd like to take a few memento moris to elaborate on the formal structure of the symphonic work. For our newer, less able listeners, first, we will be dancing through the al dente section before entering the slower largo movement, finally, then savoring the vivacious antipasto movement. Okay. So, without further ado, wir haben, raise by the way, bevor wir jetzt die Folge beenden, schauen wir doch mal, hohe Steuern und zuverlässiges Internet. Genau, jetzt können wir nämlich Internet Funkmasten hier machen. Das machen wir natürlich. Das ist die Schule, ne? Also an der Schule können wir auf jeden Fall einen Masten hinknallen.
in the city? Road maintenance services have already been dispatched, and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. So, und dann haben wir, hier unten haben wir auch gar kein Internet, ne? Dann machen wir einfach hier. Mal schauen, wo wir am besten hinkommen. Hier vielleicht, ne? Genau, hier ist doch dieser eine Parkplatz, den ich gebaut habe, oder? Genau. Perfekt. Bauen wir hier neben einfach ein Internet. Zack. Dann sollten die Jungs auch wieder zufrieden sein, Jungs und Mädels. Wir wollen ja gendergerecht bleiben. Die Schule hat einen schlechten Empfang. Da müssen wir dann, wenn wir weiter expandieren. Und in der Industrie muss eigentlich auch ein Turm hin. Weil... sonst könnt ihr nicht arbeiten, ne? Ohne Internet. Soll ja auch attraktiv sein. By the way, ne, hier, dieser kleine Weg. Guck mal, der wird doch gar benutzt von den Leuten. Von der Upper City in Downtown. Ist das nicht schön? Ich werde auf jeden Fall jetzt die Folge beenden. Und während ich die Folge beendet habe, werde ich hier nochmal Zonen markieren. Und in der nächsten Folge werdet ihr dann sehen, dass ich hier drei Stadtteile gebildet habe, mit denen wir dann arbeiten. Beziehungsweise hier machen wir noch ein Industriegebiet. Da muss man was überlegen, wie ich den benennen werde. Oh. Und so sieht's erstmal aus. Mir gefällt's und ich hoffe euch auch. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge City Skylines 2 wieder. Mein Name ist Profi-Amateur. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ich zoome nochmal raus. Die Häuser graden ab, das ist gut. Gut zu sehen. Wir machen so ein bisschen was richtig, denke ich mal. Alles klar. Dankeschön und bis zur nächsten Folge.